Some men hunger for change. CM Punk is WWE Champion! This is the new face of the WWE. CM Punk stole the voice of the WWE. Some men hunger for glory. This title is where it belongs. And the fact that I gotta sit on the bench for a little while, quite frankly, it sucks. Some men hunger for respect. I command respect. Enough! I would like nothing more than to go to Hell in a Cell to compete against you for the WWE Championship. And then I look at Ryback. All he cares about is kicking somebody's ass. CM Punk, you need to get your ass whipped. Feed me more! Feed me more! But some men hunger for more. CM Punk will defend the WWE Championship inside Hell in the Cell against Ryback. Oh man! Ryback is shell shocked. The WWE Champion. Hell in the Cell. The undefeated challenger versus the defiant champion. Willkommen zurück zu Hell in a Cell 2012 mit dem Main Event CM Punk vs. The Big Guy Ryback. Und hier kommt erstmal CM Punk. Das Match findet übrigens in Hell in a Cell Match statt. WWE Champion CM Punk has held the championship 343 days, the 10th longest streak in history. Yeah, but you know, there are rumors swirling here tonight that CM Punk is scared to get into the cell with a Ryback, despite the fact that he promised to walk out as WWE Champion. Ja, das könnte sein. Er hat vielleicht wirklich Angst vor Ryback. Obwohl man sagen muss, Ryback hat noch nie ein Hell in a Cell Match gemacht. Und CM Punk war schon in zwei drin. Okay, er hat beide verloren. Das muss man auch dazu sagen. Aber hier kommt The Big Guy, Ryback. Und man hört schon, es kommt erstens kein Feed Me More. Und er wird ausgebuht. Und das finde ich schlimm, weil er war zu dem Zeitpunkt over wie sauber. Und das muss man einfach kritisieren, meiner Meinung nach. Ja, das Wake Up hört man. Das ist schon mal sehr positiv. Ladies and gentlemen, this is Ryback's first championship match and his first Hell in a Cell match. Is there pressure? Of course there's pressure, but there's also precedent. Triple H had a huge victory in his first Hell in a Cell match, as did Shawn Michaels against The Undertaker, albeit controversial. Batista is another one. Das ist richtig. Batista damals gegen Triple H damals gegen Mankind und Shawn Michaels natürlich gegen den Undertaker. Ladies and gentlemen, this contest set for one fall. It's for the WWE Championship, and will be contested inside Hell in a Cell. Introducing first, from Sin City, weighing 291 pounds, Ryback. And his opponent, being accompanied by Paul Heyman, from Chicago, Illinois, weighing 218 pounds, he is the current WWE Champion, CM Punk. The rules of a Hell in a Cell match. You can only win by pinfall or submission. The fall can take place anywhere. This is the 26th Hell in a Cell match, and the first since perhaps the greatest one ever at WrestleMania this past year between Triple H and Undertaker. Genau, in diesem Jahr gab es schon ein Hell in a Cell match zwischen dem Undertaker und Triple H, was das End of the Era Match war. Ja, ein gutes Match, muss man sagen, war es natürlich Nachteil für den Undertaker hat, weil, naja, okay, er hat die 20-0 geschafft, das ist schon mal gut, aber gesundheitlich, ne, war es natürlich nicht so schön. Naja, aber wir sind jetzt in diesem Match und ja,
Ryback versucht hier seine Chance hier zu wahren. Er war bis zu diesem Zeitpunkt ja immer noch unbesiegt. Das darf man nie vergessen. Er war unbesiegt. Ist immer noch zu diesem Zeitpunkt immer noch unbesiegt. Also ja. Und es ist die Frage, kriegt Ryback heute seine erste Niederlage oder gewinnt CM Punk und holt sich den WWE Championship weiterhin wieder und verpasst Ryback die erste Niederlage. Das werden wir alles sehen. Ihr seht übrigens auch den Special Guest Referee, Brad Maddox, ja, der wird eine besondere Rolle spielen. So viel kann ich schon mal sagen. So. Jawohl. So. Wir machen ihn weiter fertig. Mal hier was raus. Was ist denn da drin? Oh, ein Baseballschläger. Den kann man gut gebrauchen. Aber wir gehen mal ein bisschen zurück, damit wir uns ein bisschen aufladen können. Die Fitness und so alles, das wäre ganz gut. So. Jo, das ging gut. So. Das hat gut funktioniert. So, stark. Stark von Ryback. Komm schon. Nee, so nicht. Naja, immerhin haben wir ihn schon mal auf Gelb. Das ist wichtig. Wir müssen ihn bald auf Orange schaffen. Aber, ja. Da haben wir noch Zeit. Komm schon. Stark. Und Minho, Clothesline. Und. Jawohl, komm. Zeigen wir hier den Shellshock und dann haben wir hier noch ein bisschen ihm mehr Schaden angerichtet. Also, come on. Ja. Das Match fand ich persönlich nicht so gut. Das fand ich richtig schlecht, muss ich sagen. Also, ein schlechter Main Event. Lag aber nicht an Punk, so viel will ich schon mal sagen. Natürlich nicht. Sondern an Ryback, weil Ryback einfach kein guter Wrestler zu dem Zeitpunkt war. Jetzt momentan aktuell ist er ganz passabel, ganz okay. Kann man akzeptieren, ne? Ganz in Ordnung, ist sauberer in den Matches, also für diese Moves sauberer aus, nicht so wie gegen Punk, das war natürlich nicht so schön. Da hat er sich auch einige Verletzungen zugezogen. Ich erinnere mich nur an die einen Szene, da wie er ihn durch den Tisch geschmissen hat und er sagt so, are you okay? Also das habe ich zwar nicht beim ersten Mal gehört, aber beim zweiten Mal angucken habe ich es mir nochmal angehört. Also, hä? Er sagt, are you okay? Und dann so, oh, bei Ryback. Deswegen, oh. Jetzt verpassen wir noch ein paar. Komm schon. Ich will endlich den Signature haben. Lange noch. Nein. Haben wir nicht einen Rot? Ja, haben wir. Wenn jetzt den Shellshock ausfinden. Okay. So, jetzt. Das müssen wir schaffen. Come on. Come on. Come on. So, was machen wir nun? Ich überlege gerade. So. Jawohl, come on. So. Zeigen wir nochmal den Minho Clothesline. Versuchen wir es mal. So. Jawohl. Boah, geil gesellt von CM Punk, muss man einfach sagen. Und ja. Jetzt kommt der Shellshock. Und ja. Gleich kommt die berühmte Szene, was Ryback den Titel gekostet hat. Is gonna pay. Still can't figure out what Brad Maddox was thinking. Well, he won't be thinking after this. Oh! Was für ein Bump. Was für ein Schmiss von Ryback. Was macht Ryback nun jetzt? Look at
Paul immer am Wegrennen. So, ja, jetzt gehen wir hoch und zeigen den Shellshock auf den Käfig. Vielleicht kriegen wir es sogar exakt genau in der Mitte hin. Das können wir versuchen. So, erstmal ein Spinebuster. Und jetzt laben den Finisher auf und zeigen den. Hoffentlich genau. Aber sieht nicht so aus. Ne, bist du nicht so. Naja, egal. Oder warte. Doch, genau so wie ich es im letzten Jahr oder bei Real auch sah. Haben es genauso gut hingekriegt. Nicht schlecht. Feed me more. Ja, Ryback hat es zwar nicht geschafft. CM Punk hat weiterhin seinen Titel. Ryback seine erste Niederlage, aber Ryback konnte am Ende nochmal CM Punk abfertigen. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.